Hallo bei der Denkreisemobile. Heute heiße ich euch herzlich willkommen auf der CMT 2024. Wir verkaufen heute auf dem Stand Tournee. Den habe ich euch ja schon vorgestellt, der Kai verlinkt euch. Und bei Pössl. So, jetzt möchte ich heute mal, wir haben hier ein paar Farben, deswegen steht der Kai auch bei uns, wo wir euch zeigen können, dass der Tournee auch ohne, jetzt lacht nicht, Bumper zu haben ist, wie das dann ausschaut. Dann haben wir ein paar verschiedene Farben hier, die zeigen wir euch. Ein paar kennt ihr schon, wo hier stehen. Wir haben natürlich die Highlights, wo auf der Messe stehen, bei uns daheim. Logisch, wir haben Geschmack. Jetzt zeige ich euch mal das Rot. Ist hier zu meiner Rechten. So, das ist das Rot. Der steht jetzt hier auf 6,40 Meter. Natürlich könnt ihr das Fahrzeug auch live sehen. Ich würde mich freuen, wenn ich euch hier sehen würde. Ich berate euch gern, ich zeige euch gern alles. Und wir haben hier auf der Messe gerade einen Messerabatt von 10.000 Euro. Jetzt habt ihr das Rot gesehen. Jetzt gehen wir mal weiter. Jetzt haben wir hier ein Grau. So, das ist das Expeditionsgrau. Das ist auch eine sehr schöne Farbe. Und an diesem Fahrzeug kann ich euch mal zeigen, wie das Auto quasi ohne den Bumper aussieht. Folgt mir. So, jetzt seht ihr das Fahrzeug mal ohne schwarzen Grill und ohne diesen Bumper. Das ist Geschmackssache, aber es gibt es auch ohne. Ich finde ihn persönlich stylischer mit dem Bumper. Ich finde ein kleines Markenzeichen von Tournee, sieht super aus. Aber natürlich gibt es ihn auch so schön schlicht. Das Green zeige ich euch auch, das kennt ihr aber schon. Hier seht ihr das Grün, das kennt ihr schon von uns. Haben wir schon ein Video gedreht und die ausführliche Erklärung quasi vom Fahrzeug. Und jetzt zeige ich mal auf der Frontscheibe, wie sich das so zusammensetzt. So, folgt mir mal. Hier auf der Frontscheibe steht zum Beispiel alles geschrieben. Das Fahrzeug kostet normalerweise, ihr müsst da natürlich, das ist ausstattungsabhängig, ja, aber dieses Fahrzeug, wie es hier steht, ist so konfiguriert, ihr könnt mal gucken, was er so alles drin hat, kostet normal 87.000, jetzt zum Messepreis für 77.949, sind 10.000 Euro Ersparnis. Ich finde, da lohnt sich ein Messebesuch, wenn man ein Fahrzeug haben will. Mit Tournee habt ihr natürlich ein super auch Winterfahrzeug. Das ist super gedämmt, das habe ich euch ja schon erklärt. Ich würde mich freuen, euch begrüßen zu dürfen. Ich berate euch gerne, ich nehme mir Zeit, dafür bin ich da. Und dann zeige ich euch noch der letzte, wo bei uns auf dem Stand steht. Den kennt ihr aber schon. So, für den Hintergrund, für die Geräusche, muss ich mich gleich mal entschuldigen, ist normal auf der Messe, wir haben extra schon früh gestartet, aber ja, es fängt die Messe zum Leben an, ja. Hier, diesen hier kennt ihr, das die Special Edition, die haben wir bei uns, die habe ich euch vorgestellt, mit dem Bumper, mit den schwarzen Felgen, mit dem schwarzen Grill, die kennt ihr, die könnt ihr, der Kai verlinkt euch das Video, habe ich glaube schon gesagt, aber die Fahrzeuge stehen bei uns auf dem Stand. Jetzt zeige ich euch aber noch was, wo wir nicht gezeigt haben bei uns. Und zwar haben wir ganz tolle Spiegel unter dem Auto und da möchte ich euch noch was erklären. Bis gleich. Jetzt knien wir gerade vom Auto. Wir haben hier Spiegel drunter und das hat einen Grund. Ihr seht jetzt hier den großen, beheizten, isolierten Grauwassertank. Natürlich ist das Fahrzeug ja hoch, extrem winterfest, ja. Und eine separate Dieselheizung, die seht ihr auch. Wir von Tournee verbauen nicht eine Truma Kombi 4 oder Kombi 6, das heißt Boiler und Heizung in einem im Innenraum, sondern wir bauen eine extra Heizung unter das Fahrzeug für die Luft, die wird mit Diesel betrieben. Sie ist natürlich dadurch auch effektiver. Wir haben einen extra Wales-Boiler drin, das habe ich euch schon erklärt. Und ich sag mal, wenn in 8 bis 10 Jahren mal was kaputt geht an der Heizung, muss ich nicht die ganze Truma Kombi tauschen, die wo recht teuer ist, sondern kann günstig unten das Heizelement tauschen. Ist sofort erledigt, ich muss im Innenraum nichts zerlegen. Also ist auch noch wartungsfreundlich und günstiger. Von dem her muss ich sagen, alles richtig gemacht. Ich finde nicht auf der Messe, nicht viel Hersteller, wo das so machen bei Kastenwägen. Da sage ich mal, ist fast schon ein bisschen einzigartig und ich finde es ganz okay. Selber schon getestet bei Kälte, funktioniert hervorragend. Die Heizung hat eine super Heizleistung. Sie ist natürlich auch leise, weil sie außen ist. Im Innenraum hört man nichts. Also von dem her sage ich, alles richtig gemacht bei Tournee. So, liebe Freunde, ich möchte euch noch jemanden vorstellen. Und zwar, das ist der Dani, der Vertriebsleiter von Tournee.
Hallo, ich möchte alle herzlich einladen zu unserem Stand hier auf CMT. Das ist in Halle 3 auf Stand B72. Ich lasse alle mein Freund Michael zu erklären über Tournee und alles. Und wir sind auch froh, dass wir haben auch einen neuen Händler hier in Stuttgart. Hat lange gedauert, für diese Händler zu bekommen, aber jetzt Michael vom Denkreiser Mobile ist hier und ich glaube, viele Leute sind sehr glücklich jetzt, weil sie haben auch einen Vertriebspartner in der Nähe. Vielen Dank, Dani. Bitte. Dann habe ich noch was für die Anmerkungen und Kommentare, die wohl nicht so zufrieden sind mit den Fahrzeugen, wo ich nicht nachvollziehen kann, wo keiner nachvollziehen kann. Bitte kommt zu uns auf die Messe. Die Chefs von Tournee sind auch da. Wir gehen das Problem dann an. Ich finde, Tournee ist bemüht, jeden Fehler aus der Welt zu schaffen. Und an den Tournee selber muss ich sagen, qualitativ, und es hat sich auch bestätigt, die letzten zwei Messetage habe ich nur positives Feedback bekommen, dass es tolle Fahrzeuge sind. Von dem her, kommt vorbei, wir klären das. Und ich freue mich auf euch. Ciao, euer Micha.